Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ihr seht, links haben wir noch zwei Aufgaben offen und ich denke mal, die werden wir in diese Folge in Angriff nehmen, definitiv. Ich denke mal nicht, dass wir die Taucherausrüstung heute schon zusammenkriegen, aber wir nehmen es mal definitiv in den Angriff und ich denke eher, heute wird es Vorbereitung und ja, wir gucken mal, wie wir durchkommen. Und damit nochmal herzlich willkommen. Ja, wie gesagt, heute ein bisschen Vorbereitung. Ihr seht schon, unten links habe ich einen Hut, eine Hose und Ding. Ihr habt ja beim letzten Mal gesehen, wir haben alles verloren, alles kaputt. Ihr seht jetzt auch schon, ich habe ein bisschen Rüstung an und alles Mögliche. Ich habe auf 15 Minuten schon aufgenommen, habe mit euch geredet und alles. Wir hatten Spaß sogar gehabt. Da hinten ist nachts über kurz eine Spinne gekommen und wollte mich umbringen. Und jetzt kommen die bösen Nachbarn wieder von der letzten Folge. Und ja, ist halt jetzt doof gelaufen. Blöd, wenn man nicht auf den Aufnahmeknopf drückt. Aber zum Glück habe ich nochmal geguckt. Ui, warum so aggressiv, meine Freunde? Ist da wer? Also, das sind kleine Käfer. Und ja, wie gesagt, diese Folge etwas Vorbereitung. Noch eine kleine Anmerkung, wollte ich sagen. Mein Discord-Server ist jetzt verfügbar. Da könnt ihr mal runter scroll in meiner Videobeschreibung. Könnt mal nachgucken, das steht ganz unten. Discord. Könnt ihr drauf kommen. Und ja, es sind momentan noch nicht viele Leute drauf. Wie gesagt, ganz frisch, ganz neu. Es wird sich auch noch einiges ändern. Aber ich dachte mir, weil ich mich nicht so ganz so gut auskenne mit Discord allgemein, habe ich es einfach mal jetzt so gelauncht und es geht dann schon Step by Step. Und ja, Donations habe ich jetzt auch aktiviert. Also falls ihr mich was senden wollt, ihr müsst nicht, Gott bewahre, nein. Aber es aktiv wollte nur mal gesagt haben. Nicht, dass ihr irgendwann mal so ein Typ wie kommt, der sagt, hä, das ist der Herr Rugenwehr. Du kannst zu mir spenden, dann gebe ich es ihnen, ne? Weiß, dass ihr nicht übers Ohr gehauen würdet oder so ähnlich, ne? Das will ich nicht. Also es dient eher eurer Sicherheit. Nur, dass ihr wisst, es ist unten da und es ist nur da, ne? Wie gesagt, keiner muss, jeder kann. Ich freue mich über alles, aber wie gesagt, keiner muss, jeder kann. Und Eigenwerbung mag ich auch nicht, deswegen. Na, es ist schon 2 Wochen unten an. Oder doch, 2 Wochen. 2 Wochen. Und ich habe jetzt mir gedacht, ich sage es mal trotz Bescheid, wegen Discord. Das interessiert doch viele, weil da habe ich ein paar Channels auch zu SOT, zu anderen Sachen. Und ja, da werden auch noch Channels erweitert und nur mal am Rand erwähnt. Wie gesagt, ich habe ein bisschen schon weitergespielt und wir sind krass am Verdursten. Ja. Essen haben wir auch ein bisschen schon geholt. Ich würde sagen, wir essen mal lieber das, weil ich habe gebraten ohne Ende. Gebraten ohne Ende. Wir verdursten. Wir müssen mal schnell Tau suchen. Wir müssen auch mal eine Trinkflasche. Eine Trinkflasche wird wirklich wichtig sein. Weil so schnell, wie wir hier trinken brauchen. Essen geht. Essen geht voll klar. Man findet irgendwie immer was. Wenn nicht, geht man mal kurz auf die Jagd, ne? Aber so. Trick ist immer schwierig. Ah, da ist Tau, da ist Tau. Seht ihr? Da. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Da haue ich mal ran. Blup. Ah, und schon geht es uns doch wesentlich besser. Such direkt noch einen Tautropfen. Es ist ja noch früh. Was heißt früh? Es ist schon wieder 9 Uhr. Aber es ist immer noch früh. Also. Ah, hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Also es tauchen schon hier und da Tropfen aus. Ich denke, wenn man länger sucht, findet man schon seine Tröpfchen. Aber es ist halt nervig. Ah, gut. Jetzt geht es soweit gut. Ein bisschen Habba-Habba haben wir dabei. Ich habe mein Inventar alles schon aufgeräumt, Rüstung geholt und. Wie gesagt, heute erforschen wir und bauen uns noch Sachen und. Ich gucke auch direkt mal, was können wir denn alles herstellen. Sowas waffentechnisch wäre cool. Da brauchen wir auch wieder Martenhaut, Speere. Das wäre, glaube ich, interessant. Wir brauchen mehr Pflanzenfasern. Stacken sich die Speere? Ich glaube, nein. Aber Speere bräuchten wir definitiv. Was bräuchten wir zum Herstellen von Speere? Sprösslinge haben wir genug. Pflanzenfasern. Die brauchen wir. Das waren noch Pflanzenfasern. Na ja. Ganz viele hier, die werden wir immer brauchen, Pflanzenfasern. Aber ich glaube, hier haben wir gerade eine gute Ader. Da kriegen wir auch nochmal Pflanzenfasern. Wenn man weiß, wie die Sachen aussehen.
Das ist mein Freund, ey. Hört ihr auf? Ah! Haha. Voll geklaut. Ich weiß, ich bin ein Dieb. Haha. Disgusting Hobbit. Ihr Hobbits. So, Fasern, Fasern, Fasern. Dann kriegen wir ein paar Speere noch zusammen, weil Speere brauchen wir. Irgendwie hat gar kein Speer weiter überlebt. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass alle kaputt gegangen sind. Sag ich ganz ehrlich. Hier nochmal Fasern. Und aufpassen müssen wir definitiv vor Spinnen. Und ich habe auch festgestellt, wenn ich hier in diesem Menü hier drin bin, bin ich nicht sicher. Also wir können trotzdem von Spinnen anattackiert werden. Deswegen muss ich da aufpassen, weil ich war da mir letztens zu sicher. Herstellen. Ja, nee. Das da hier wäre cooler, so eine Klinge. Eine Schaufel. Und Madenaufzug. Ah, da kriegen wir Maden her. Oh, das machen wir gleich. Ein Seil können wir craften. Eichenschale. Da rennen wir nochmal nach Hause. Da ist das Zuhause. Das Ding ist bei Grounded. Man sieht halt nicht, wo man hin... Was ist denn das? Das sieht gefährlich aus. Ich gehe nicht dann. Man sieht halt nicht, wo man hingeht. Man hat keinen Horizont. Man hat nie einen Horizont irgendwo. Höchstens, wenn man halt einen Berg hochklettert, dass man da ein bisschen weiter gucken kann. Aber so sieht man auch nicht gerade sehr weit. Es ist, ja, schwierig, will ich mal sagen. Will ich mal vorsichtig sagen. Es ist schwierig, da was zu sehen. Blub, 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 blub. Oh, hier ist alles voll. Toll. Noch eine kleine Anmerkung. Bald kommt auch ein schönes Unboxing. Vielleicht ist es schon draußen. Dann könnt ihr gerne mal bei meinem Kanal gucken. Generell die ganzen Unboxings kann ich euch empfehlen. Sind lustig. Schön. wen sie halt interessiert. Na? Wenn einer da Star Wars Schwert sieht und denkt sich so, pff, na, ich bin Herr der Ringe Fan. Habe ich auch ein Schwert. Kann er sich das angucken. Nur mal erwähnt. Na? Da mache ich auch demnächst ein Unboxing wieder von ein Katana. Soll scharf sein, bin ich mal gespannt. Und ja, das gucke ich mir mal an. Wo wollte ich jetzt hin? Zu meiner Lagerkiste, die war da oben links. Bin mal gespannt drauf. Ich habe ja jetzt schon zwei Outboxings gemacht von zwei Schwertern. Einmal von Androil und einmal von Lost Wayne. Meliodas Schwert vom Anime. Bauen wir uns direkt mal aber hier aber eine Schaufel. Und ja. Das nur mal so kurz am Rande erwähnt. Ich will ja euch wirklich eine sehr große Vielfalt bieten. Auch wenn es besser wäre, wenn ich jetzt nur jeden Ding nachrennen würde. Aber das sind wir nicht. Das sind wir nicht. Wir graben Maden aus. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie kriege ich Maden her? Steht da noch irgendwie was dabei? Reparaturwerkzeug. Keine Ahnung. Oh Gott, das will ich nicht. Ein paar Verbände können wir uns noch bauen. So. Stecken sich die? Ja, schön. Die stecken sich. Gut, haben wir da hinten auf der 8. Herstellen. Brauchen wir noch was? Ich schau mal hier herstellen. Nee. Trinkflasche Maden. Hä? Wie können wir das ausbuddeln? Das müssen wir mal gucken. Also das weiß ich selber auch nicht. Wir gucken uns hier mal überall um. Vielleicht sehen wir irgendwo Madenzeug, weil das brauchen wir schon für eine Trinkflasche. Wäre schon nützlich. Beziehungsweise... Das hier will ich noch nicht aufmachen. Weil da habe ich Angst, dass hier... vielleicht, dass hier man aufmachen kann. Das kann ich mir vorstellen. Aber das will ich nur noch nicht machen. Vielleicht kommt da was raus, ne? Hier ist hier... Ah, auch wieder ein Safttropfen. Ah, lecker. Und dann kriegen wir gleich auch ein bisschen Essen. Toll.
Okay, wir haben ein paar Sperrchen. Ich sammle hier aber schön immer Fasern auf. Wir marschieren hier mal durch. Ich habe Angst vor die Spinnen. Ich müsste eigentlich mal links hier lang. Hier in dieses Eck müsste ich eigentlich mal mehr schauen. Es gibt auch noch mal ein paar mehr Laborkomplexe. Und ja. Aber Halleluja! Ich habe keine Angst vor Spinnen. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Ich habe echt keine Angst vor Spinnen. In Real Life echt nicht. Höchstens, wenn ich halt von der Spinne mal erschreckt werde oder so. Wenn ich denke, wo kommt denn das Viech her? Na? Dann höchstens. Na, aber ich habe echt keine Angst vor Spinnen. Ich bin nur schreckhaft. In manchen Situationen. So, wenn mich einer erschreckt oder so, zucke ich kein bisschen. Achso, das ist ja so ein Ding. Oh. Aber in Spielen bin ich einfach mal 16 Mal schreckhaft. Nein! Die Axt vielleicht? Die Axt vielleicht! Im Spiel bin ich irgendwie schreckhafter. Ich weiß nicht, woran das liegt. Du Monstrum! Haha! Ja, blocken können wir auch. Werfen. Speer! Hahaha! Okay, wir brauchen Messer. Wir brauchen definitiv viel mehr Speere. Ich glaube, Speere ist das Billigste, was man herstellen kann. Alter, knallen hier in die Euer. Haben wir die in die Flucht geschlagen? Das ist wie eine dreckige Kampfmaschine. Ich wusste es doch. Angriff! Für Sparta! Ah! Epischer Kampf. Spinne gegen Spieler. Wer wird gewinnen? Dun, 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 dun. Ich muss wieder Munition aufsammeln. Komm her, du garstiges Viech. Oh, oh, oh. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Das ist immer noch ein... verdammte Scheiße. Ein Viech, was tausendmal größer ist als wir. Und das ist nicht schlau, was ich hier mache. Das ist wirklich nicht schlau. Macht hier alles voller Spinnen. Fäden! Du garstiges Viech! Du Gast! Ich drücke die falschen Tasten! Zum Glück haben wir die bessere Rüstung gebaut. Und. Ah! Nimm das! Besiegt! Leg dich nicht mit Sparta an. Und Spandau auch nicht. Vor allem nicht Spandau. Spandau ist ganz gefährlich. Also diese Nummer. Eine Ebene höher. Puh, wir haben eine Spinne erledigt. Geil! Oh, und die Rüstung hat eigentlich gar nicht so viel Schaden genommen. Die Speere haben wir aber echt gebraucht. Ich esse mal aber hier nochmal was. Dann regenerieren wir vielleicht auch noch was. Liegt hier noch was? Boah, ich bin zurück. Ich habe dauernd die falschen. Bei R zum Werfen ist komisch. Man kommt zwar sehr leicht hin von E zu R, aber es ist halt so ungewohnt. Es ist halt wirklich so ungewohnt. Schön, wir haben eine Spinne besiegt. Ja, wir haben nicht so viel Leben verloren. Tatsächlich. Wir müssen aber trotzdem Materialien sammeln. Wie Sau. Kieselsteine sammeln. Pflanzenfasern sammeln. Und. Da müssen wir einiges sammeln. Hä? Die droppen nur sowas? Also da bei dem bis nichts. Haben wir nichts weiter? Oder? Scheinbar droppt die nur so wenig. Jetzt dachte ich so, Endboss. Schmeißt uns da alles hin, ne? Aber scheinbar. Kiesel nehme ich mit. Feinkiesel. Laufen wir mal weiter. Wir regenerieren aber ganz langsam hier wieder Leben. Hier ist. Ich nehme ich auch mal mit. Pflanzenfasern. Jetzt laufe ich wieder nach Hause. Will ich doch gar nicht hin. Beziehungsweise doch. Können wir direkt mal. Meins. Alles klauen. Garstigen Viecher. Ich sehe hier überall hier, das waren alles meine Sachen hier. Alles, das haben die mir alle schon geklaut. Diese garstigen Viecher, ey. Klauen mir einfach alles. Ich habe nichts mehr. Hier müssen wir mal so nach Norden gehen. Boah. Solche Schweine, klauen mir einfach echt alles. Ui. Analysieren. Science. Spinnenauge. Spinnenschoner. Wanddeko. Toll.
Das kann ich auch analysieren. Toll. Mir wieder Pünktchen. Ja. Rüsselkäferschild. Interessant. Endwurmstand herstellen. Ah, das ist MK2. What? Ist der echt besser als... Gleich gut. Wow, und das ist MK2. Toll. Und der hier? Gleich gut. Das lohnt sich doch gar nicht, oder? Jetzt mal ehrlich. Schon aber wahrscheinlich das Gleiche. Das lohnt sich doch nicht. Ganz ehrlich, ich dachte jetzt, das Schild wäre... Nee, das ist hier. Grobes Seil. Ah, und da bräuchten wir mehr Fleisch. Verstehe. Sprösslinge. Sollen wir die Beine kurz mal reinhauen? Ach, wir laufen noch ein bisschen. Wir laufen noch ein bisschen. In die Richtung. Ja, so hoch. Wir laufen. Wir erkunden jetzt. Wir erkunden jetzt. In der Folge schaffen wir jetzt wieder eh nichts mehr. Weil ich mich wieder versappelt habe. Weil die Sonne geht eh schon wieder unter. Oh, ärgerlich. Pflanzenfasern, Pflanzenfasern. Dass wir immer Speere bauen können. Und Steine müssen wir mitnehmen. Was brauchen wir noch für Speere herstellen? Das wird wahrscheinlich unsere Hauptwaffe sein. Pflanzenfasern, Sprösslinge. Sprösslinge und Steine. Also Sprösslinge. Vergreift mich jetzt hier an. Was hast denn du für ein Problem, Alter? Ist hier der Ameisenbau? Nö. Keine Ahnung, was der für ein Problem hat. Löwenzahn, okay. Was ist denn das hier? Sind wir jetzt im Krabbenkrieg oder was? Ja, oder Gänge? Das fügt nirgendwo was rein. Okay, wir sind hier schon ziemlich nah am Haus, oder? Nee, da hört die Map aus. Auf, würde ich sagen. Gibt's was zu snacken, Leute? Wäh! Oh, oh, oh. Ist hier giftig? Und war das jetzt wegen des Viech? Ich glaube, hier ist giftig fast. Oder? Ich weiß es nicht. Soll ich nochmal reingehen? Keine Ahnung. Ich laufe mal da jetzt nicht hin, oder? Das ist, ich weiß nicht, ich glaube, das gibt's noch nicht. Ich bin mir unschlüssig. Was ist da passiert beim letzten Mal? Nicht, dass da jetzt was Blödes passiert. Wir sind jetzt schon... Ah, wir kriegen hier dauerhaft Schaden. Das ist Gift. Deswegen sind auch die Viecher hier so aggressiv. Okay. Weiß ich Bescheid. Dann gehe ich weiter. Was ist denn mit dir los? Steroide oder was? So ein Viech. Was ist denn da drüben? Ui, was denn das? Ne Kassette. Oder ein Kassettenrekorder? Nee, was ist das? Schaltet jetzt auch nichts frei. Okay, das bekommen wir wahrscheinlich demnächst auch zu sehen. Ihr seht auch, das ist komplett hier dunkel. Dann sind Bienen. Das giftiges Gebiet. Guck mal, hier so, passiert da irgendwas? Werden wir aufgehalten? Nee. Nee, da passiert nichts. Da können wir reinstopfen. Ah, hier kommen dann Under Construction Wand. Okay. Ach, das kann mir schon voll cool vorstellen mit den Bienen und alles. Und wenn man da oben ist, da kann man dann richtig geil was bauen. Dann sieht dann komplett alles. Okay, interessant. Okay, gut. Die haben es dann hier schön. Man kann aber durchlaufen. Was passiert, wenn man da... So. Na, was passiert, wenn man da mal reinläuft? Da hinten mag Gift. Okay, aber was passiert hier? Kann man hier was bauen? Bauen kann man ja auch was. Okay. X abbrechen. Man
kann hier schon rein. Aber hier ist Under Construction. Was heißt das jetzt? Da ist es schon, ne? Aber ich glaube, in dem Gebiet, also ich glaube, das Gebiet hier ist fertig, was alles die Farbe hier hat. Das hier kommt wahrscheinlich demnächst, beziehungsweise ist hier giftig. Und keine Ahnung, was das dann wieder hier ist. Aber das hier ist jetzt auch texturiert. Das war beim letzten Mal auch nicht texturiert. Also es kommt alles nach und nach. Da hinten ist ein Grill sogar. Aber ich denke mal hier, ihr seht auch hier, es sind auch keine Tierchen, das hier so rumkräuchelt oder fleucht. Das ist sehr, sehr leer. Aber interessant. Okay, man kann trotzdem durchlaufen. Hier steht zwar Under Construction, aber das hält einen nicht auf. Ah, hier, ihr seht schon. Das ist auch einfach der Schutz so hochgezogen, dass es hier so etwas, na, aussieht. Ja, es ist halt, hier wird halt noch alles gebaut. Das ist klar, es ist ja noch nicht fertig, das Spiel. Gott bewahre, das will ja keiner, das Spiel. Was ist das Vieh? Was ist das? Eine riesige Biene, oh. Putzig. Boah. Und ich denke mal, das war's dann auch so weit von dieser wunderschönen Folge Grounded. Wir machen einfach noch ein bisschen Expedition und alles und grabben uns da unser Zeug schon zusammen. Ich denke mal, das schaffen wir so. Und ja, ich bedanke mich dann auch recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.